So, Freunde, willkommen bei einem neuen Projekt, einem Live-Let's Play. Ich mache das jetzt kombiniert. Ich streame das gerade nebenbei und habe mir gedacht, dass ich das jetzt mal ausprobiere, dieses Live-Let's Play. Und keine Ahnung, wie das wird. Ich weiß auch nicht. Ich hoffe, der Stream und die Aufnahme wird stabil laufen. Mal gucken, ob das mein Rechner packt. Wir haben uns jetzt das Spiel Little Nightmares vorgenommen. Und da wir uns ja immer ganz gerne so ein bisschen gruseln und das Spiel sowieso allgemein, also das soll ja nicht unbedingt gruselig sein, das Spiel, sondern eher so ein bisschen mehr auf Ästhetik und Atmosphäre setzen, aber da wir sowas mal ganz gerne mögen und das Spiel sehr, sehr gut sein soll, dachte ich mir, machen wir das jetzt mal, und wir haben uns das jetzt die ganze Zeit aufgehoben und ja, ich würde sagen, wir starten einfach. Sunny gibt mir das okay, alles klar. Ich bin mehr als bereit. Die Zuschauer sagen mir auch dann live, ob irgendwas nicht passt oder doch. Und Einstellungen habe ich versucht so ein bisschen anzupassen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich nehme einfach den ersten. Wer ist denn Clash Parker? Das weiß ich auch nicht. Ice-T ist so ein bisschen, der ist redebedürftig. Wer ist Clash Parker? Keine Ahnung, google doch mal nach Clash Parker. Bricht unser Internet völlig zusammen, wenn ich jetzt irgendwas google. Aufpassen, es geht los. Ich bin multitaskingfähig. Eventuell kann ich mal gucken, ob ich die Grafik da nochmal ein bisschen hochkriege. Das ist Clash Parker oder was? Wahrscheinlich Musik irgendwas. Julians Blog. Ja, mach mal Licht aus, ja. Ja, Grafik ist aber akzeptabel. So. Ja, werde ich mich mal näher mit beschäftigen, wenn sich das lohnt. Dann kann ich mit der Maus irgendwas machen? Okay, also ich kann mit Rechtsklick kann ich mich umgucken. Und sonst, okay, Leertaste springen. Kleine Stuckelbeine, ey. Gar nichts. Inventarmäßig hast du auch nichts, ne? So ein Streichhölzer für Laternen oder irgend so eine Gedöns, ne? Wahrscheinlich muss ich das jetzt hier irgendwo suchen, weil so kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier weitergeht. Ja, hau rein, Junge. Mach es gut, meiner. Ich weiß trotzdem nicht, wo wir hier... Oh, hier irgendwie. Ach, okay, also mit. Ne, mit Linksklick kann ich nichts machen. Okay, auf jeden Fall ein sehr gemütliches Bett. Wow. Kannst du in der Steuerung gucken? Noch nie einen einladenderen Raum gesehen. Feuerzeug F. Okay, alles klar. Ah ja. Okay, sehr schön. Nein, sie hat keine Schuhe an. Ah ja, okay, scheint so ein Checkpoint zu sein. Wenn sie speichert, dann ja. Checkpoint halt. Mhm. Okay, da ist Griechen. Das ist auf jeden Fall cool gemacht. Man hat sogar gerade auf dem, dass das Prasseln aufs Regencape gehört. Ja. Das ist schon ein cooles Detail eigentlich, ne? Wenn man solche Sachen dann auch noch mit da reinbringt. Und ist auf jeden Fall sehr atmosphärisch gemacht.
Und ich versuche meine Grafik mal ein Stückchen hochzumachen. Machen wir auf Medium. Beziehungsweise hoch. Auch irgend so eine Puppe oder sowas. Wie die am Anfang jetzt die zu sehen war da? Ich weiß nicht, am Anfang war eine zu sehen. Da war doch irgendwie so eine Person zu sehen, auch so mit den Haaren so nach hinten. Ja. Erinnert mich dann irgendwie immer an so. Waisen, so Kinderheim auf Seherinnen, so, weißt du? So, ja, das ist aber eher ein so japanisches Ding, so eine so mit weißer Haut und sowas, weißem Gesicht. Ich weiß nicht, aber ich nehme es einfach mal mit. Da schwebt ein Stuhl, da schweben zwei Stühle. Hm. Hast du gesehen, da ja, bei der Tür? Das wäre vorbeigegangen, ne? Ja, das war oder? Kurz dunkler, ne? Ja, auf jeden Fall. Hm. Hm. Ich muss es ausmachen. Errungenschaft freigeschaltet, nervöse Sprünge. Hui. Nervöse Sprünge. Hm. Kann ich irgendwas verschieben oder so? Ach, zum Greifen, okay. Also musst du da doch oben hingreifen. Ja, okay. Ja, Schachpappe und ein paar Pantoffeln. Oh ja. Ja, der hat sich das Ganze schon hinter sich auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall sehr düster das Spiel. Auch so ein bisschen so verzerrt. Guck mal links an diesem Nachttisch. Mhm. Wie so ein Albtraum. So. Meine heißt ja auch Little Nightmares. Die Tür hat so ein komisches Auge. Naja, ist ein Brief. Aber konnte ich, habe ich schon probiert. Ging nicht. Süß. Ja. Guck mal, wenn ich bewegen drücke, dann versucht sie zu laufen. Das ist eine Suppe. Ja, schwarzes. Vielleicht altes Blut oder so. Ja, Fußstapfen sind das. Und Hände. Schuhe oder Füße oder so. Na, Schuhe. Du machst immer noch Tapsen. Oh! Okay, mich erwischt. Blutegel oder so? Ja, und sowas in der Art. Gleich weiterlaufen. Ja. Also eine Art Blutegel oder sowas. Also. Für welche? Jo, okay. Zurück. Höher geht's nicht.
Okay. Kann ich jetzt hier irgendwie ins Ventil springen oder so? Ne, wohl eher nicht. Oder da auf das Rohr? Oder gegenüber der. Gegenüber die Tür kann ich vielleicht anspringen oder so? Ne. Okay. Das wird so nix. Kannst du da hinten drunter durch irgendwie kriechen? Oder generell da unter dem Holz? Nee. Aber ich kann das Holz abziehen. Naja. Und das? Irgend ein Zwerg, oder so ein kleiner Zwerg. Ein laufendes Blatt. Hey ho, hey ho. Wir singen alle froh. Oh! Oh, oh, okay. Oh, okay, okay. Lauf, 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 lauf. Bist du nun halt langsamer? Ja, ja. Und die mögen anscheinend gerne Lichter. Okay, ich bin so gut wie tot. Hep. Hier geht's nicht weiter. Wahrscheinlich muss der gleich hoch. Ist hier noch irgendwas? Ja, oh, okay. Ja, den Tod gibt's da. Ja. Umsonst. Umsonst. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Nein. Okay, ich mach mal das Licht aus, aber die Viecher kommen trotzdem. Schade. Weg da, weg da, weg da, weg da. Wupp. Tap. Noch schon ein Speicherpunkt, also gehen wir mal hoch. Nope. Schätze ich auch mal, oder langsam nach rüber gehen, wie auch immer. Okay. Das habe ich auf jeden Fall sehr cool gemacht, zumindest den ganzen Licht und den Ton und so. Der atmosphärischen Untermalung. Okay. Manches so groß und manches so klein. Mm. Die Treppe hat ja die normale Größe für sie, ne? Eigentlich schon so. So super riesig. Ja gut, soll wahrscheinlich ein Albtraum sein halt, ne? Manches groß, manches klein. Oh, Licht, okay. Licht ist immer gut. Ah, okay, es geht auf Zeit. Ja. Es geht auf Zeit. Kannst du nach oben gucken, dass du weißt, wo du musst? Da drüben die Tür. Also rüberklettern. Muss schnell zur Tür rüber. Ja, ich lauf, glaube ich, lieber. Aber das wird die Zeit nicht reichen. Nee. Okay. Darüber springen, das kannst du wahrscheinlich nicht, wenn es zu weit ist. Ich kann es mal probieren. Na doch, geht, okay. Also muss ich rüberspringen. Sind noch da? Oh, Gott. Oh, jetzt nicht mehr. Das habe ich nicht gesehen. Okay, das war aber auch schwierig. Das ist ja gar nicht. Ja. Ah, bin gleich wieder hier. Halt, um zu rennen, ah, okay.
Lüfter. Da kann man durch, aber da ist noch eine Klappe. Halt. Was ist das für kleine Zwerge hier? Extra-Punkte, wenn du so einen Zwerg befreist oder so? Weiß nicht. Oh. Ist auch cool. Slidet. Gerade die Klappe wieder zugemacht. Ja. Noch ein kleines Detail. Wow. Ein Gefängnis? Auf jeden Fall ist er noch mit einer Taschenlampe. Ja, das soll so ein Gefängnis darstellen. Hier das Auge an der Tür. Hat er erstmal schön in die Toilette gegangen. Warte mal. Ist cool gemacht auf jeden Fall. Okay. Ist auch wieder mit Zeit. Aber was bewirkt das? Wenn das der Strom aus ist. Anscheinend. Warum rollt der Ball? Oh cool, tut tut. Oh, hoppla. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Tom ist die Lokomotive. Tut tut. Kann ich wieder zurück oder was? Ah ja. Frage ist, warum musst du das? Ach, wegen dem Strom. Ja, aber was hat das mit. Ach so, sonst. Ah, okay, dann. Wenn ich den Strom ausschalte, komme ich da durch. Weil sonst sind die Gitterstäbe unter Strom. Hm. So. So. Die Chuchu-Bahn auch ohne Strom? Ja. Ach so. Ah, okay. Hier kann ich komplett durchlaufen. So, und jetzt ist mich wieder unter Strom. Aua. Gut, gut. Da musst du dich wahrscheinlich immer fern von halten, ne? Vom Licht. Wahrscheinlich, weil das Auge da das quasi. Das ist ja eklig. Big Brother. Ach, dieses Zucken so. Ah, nein! Bin hängen geblieben. So ein Checkpoint. Guck mal, selbst hier bewegt sich, hast du gesehen? Das, die Klappe.
Also das haben sie schon echt schön gemacht. Das Geräusch mag ich nicht. Ah, nein. Was mache ich denn hier? Moin, der Pascal. Mahlzeit. Mal dir deine Zeit selber. Und auch du bist wahrscheinlich dann bei YouTube öffentlich dann zu sehen. Beziehungsweise jetzt unsere Kommunikation, der Chat ja nicht, also von daher. Ich will fragen, das wird ja nicht. Nee, der Chat, den habe ich nicht mit eingeblendet. Wäre zu langweilig. Lass mal diese Puppe auf sich. Was führt dich zu uns? Oh. Ach, die muss ich kaputt machen. Okay. War das jetzt auch wieder so ein Püppchen? Ja. Das war so eine, auch wieder so eine. Was macht das dann, wenn du es kaputt gemacht hast? War irgendwas, hat sich freigesetzt gerade. Das ist mein erster Durchgang Little Nightmares, ja. Hab das noch nie gespielt gehabt. Man kann den öfter. Kann das öfter spielen? Du kannst Spiele ja öfter spielen, aber es könnte durchaus sein, dass wenn du es einmal durchgespielt hast, dass du dann irgendwie. Anderen Modus nochmal, so Hardcore-Modus oder sowas vielleicht. Das kannst du aber nicht einstellen, oder doch? Könnte einfach nur. Oh, hi. Oh. Das hat voll die langen Arme. Okay, das ist wirklich eklig. Und auch irgendwie so ein Popeye-Hut, guck mal. Also wie lang. Oh, der kommt unter das Bett in seinen Arm. Ja. Nein, geh weg. Oh. Ich muss nach Hause gehen. Okay, das ist cool gemacht auf jeden Fall. Ich glaube, ich gehe dann mal. Haben wir die Kinder da im Bett? Das Spiel ist sehr gut. Ja, das haben wir auch gehört. Deswegen ich genau, also ich finde jetzt auch, das Spiel ist ziemlich gut gemacht halt auch. Also es ist viel Liebe drin und so. Also haben sich viel Mühe gegeben, sagen wir es mal so. Ja. Die Liebe kann... Detailverliebter ist, ja. Mit den Effekten halt, ne? Ja, und überhaupt auch so gerade diese Figur da, die war cool. Und teilt halt die Geräusche auch. Bin mal gespannt, was diese kleinen Kobolde sind. Kann ich hier hoch? Also diese blutigen Handabdrücke oder... Das sind bestimmt so irgendwelche Zeichen, Kinder, ne? Oder irgendwas. Wo man lang muss vielleicht oder so. Könnte durchaus sein, ja. So also Wegweise. Jupp. Okay. Du wirst auf jeden Fall noch sehr... Oh. Das klingt gut, das klingt gut. Das haben wir uns erhofft, ne? Ja. Ja, eine Ratte. Okay. Warte mal, kann man hier hinter irgendwie leuchten? Ne. Ja, komm wieder vor. Oh, hat Bauchi-Fauchi. Oder Durchfall. Oder einfach Hunger. Musst du jetzt was zu essen suchen? Keine Ahnung. Ich, wie gesagt. Könnte sein, ne? Oh, oh, gleich geht's in die Hose. Oh, oh. Schnell ein Klo. Ist das eine Cafeteria da? Ja. Boah, der grault aber auch der Magen. Oh. Nee, der was. Ja. Ja, einige tatsächlich. Würde ich jetzt gerne mal aufzählen. Ziemlich viele, auch einige schlechte dabei, so wie Wooden Floor 2 oder sowas. Und aber auch hier The Machine for Pigs, wie hieß es denn? Ach, ich komme nicht mal drauf. Das, was in diesem Schloss gespielt hatte, wo zum Schluss den Victor... Ach. Wie hieß denn das? Ach, ich komme nicht mal drauf.
Ja, das war echt der absolute Hammer. Ich glaube, ich habe sogar auf dem YouTube-Kanal hochgeladen. Das war echt super klasse, das Spiel. War das das in dem Krankenhaus da? Nee. Ja, nee, das hieß. Das hatten wir auch, das war. Es war nicht schlecht, aber es war auch nicht gut. Es hatte, glaube ich, einen Schockmoment dabei, so. Wow, ganz Ja. Horrorspiel, ein Ja, Schock. also, aber insgesamt war es jetzt nicht so unglaublich schlecht, aber. War schon Aber dieses gut. Wooden Floor 2, das war. Was? Outlast? Ja. Ja, Outlast 1 habe ich schon Let's Play gespielt und auch gespielt. Und den zweiten sind wir gerade dabei. Oder was, der dritte? Nee, der dritte war es mit dem Pastor. Wie hieß er? Knot. Knot, ja. Knoth, Knot, Knopf. wie auch immer. Halte nicht, der Enkel Oh. ist platt. Also das war tatsächlich, glaube ich, da war ich so richtig gefesselt von dem Teil. Ja, der Und auch von dritte. dem Resident Evil-Dingen da in dem, Ach, na, sieben. dieser, ja, Ja, der ist auch das ziemlich fand ich gut. auch ziemlich cool. Den fand ich auch überragend gut, ja. Und ansonsten halt Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6 gespielt. Resident Evil 2 bin ich gerade auf der PlayStation dabei. Dann haben wir das Blair Witch-Dingen Genau, Blair gespielt. Witch, das Spiel haben wir gespielt. Das war auch cool in dem Das war auch Wald ziemlich da. cool. Der Anfang war so ein bisschen, Wie ist der Hund? Bullet. Bullet, genau, Bullet Bullet! der Hund. Resident Evil. Ja. Ja, wobei das Outbreak zum Beispiel für PlayStation 2 finde ich nicht so geil. Ich werde es mir nochmal angucken, aber ich habe es mal angespielt gehabt und dachte so, nee. Und auch der sechste ist auch so, geht so. Der fünfte ist noch ganz okay. Vor allem der Koop-Modus ziemlich gut, habe ich mit einem Kumpel gespielt. Mit meinem Kumpel durchgespielt gehabt. Meinem damaligen besten Kumpel, Zeisel. Und aber der sechste war nicht so toll. Welche wir auch richtig gut fanden, waren, jetzt habe ich mich mal auf die Sprünge mit dem Little Hope und Ach, dem. Man of Medan, Genau. beziehungsweise Dark Pictures, mega gute Spiele, Ja, weil heilige. wir wirklich Und wie im Kinofilm Until Until Dawn Dawn auch sehr, solche. sehr gut. Ja, das haben wir auch richtig, ne? Also das war. Ja, Welches richtig hatten gute wir? Little Spiele. Hope, da waren wir ja bei noch. Das müssen wir Genau, auch Little mal. Hope müssen wir noch machen, ja. Boah, okay. Hoch. Jetzt. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Evil Within fand ich nicht so. Ich habe es mir als Let's Play angeguckt und dachte so. Wurde mehr gehypt, als es eigentlich ist, bin ich der Meinung. Also ist nicht schlecht das Spiel, ohne Frage, aber boah, ja. Ist so ein Kennst du es auch? bisschen wie Outlast. Nee, ich glaube, du kennst das nicht. Ist nicht so. Also kann man auch mal irgendwann machen, aber erstmal würde ich ganz gerne andere Spiele spielen, tatsächlich. Was zum Henker? Muss ich das irgendwie Anschwung geben oder Ja, habe so? ich auch gerade so Ah, gesehen. Kette hochgehen, okay. Ich glaube auch wirklich dieses mit diesem Knot, also Outlast, dieser Teil Der da. dritte, beziehungsweise der zweite, als. Nee, Nee, es ist ja der. Rein das ist theoretisch der. ist es ja der zweite, weil der eigentliche zweite ja eigentlich nur eine. Ist das hier nicht Nach. stehen? Was? Ist das hier nicht stehen? Nee, es ist für PlayStation 4. Müsste drüben im Wohnzimmer stehen. Tü. Gucken, was passiert. Okay, es kommt hoch. Cool. Also auch bei der Physik haben die sich echt Mühe gegeben. Schön. Haben die echt schön gemacht. Ist das Geld wert? Aha. Okay, wenn ich es jetzt in eine andere Richtung mache. Okay, ich kann es dann loslassen. Okay. Na, dann kommen wir mal zurück. Da drauf springen oder? Hebel umlegen und dann schnell drauf springen. Oder da unten das einreißen. Okay, so dann auf die Plätze fertig los. Okay. Jetzt werden wir schon auch an der Kette hochkommen. Nö, da komme ich, denke ich mal, einfach so hoch. Oder auch nicht. Kette hochklettern. Oh. Vielen Dank für dein Follow, der Pascal. Die sind jetzt nicht.
Knight Rider. War das David zur Brust heiß? Ja, aber das bekommst du nur, wenn du hostest. Dann kommt David zur Busbehaarung Hasselhoff dazu. Aber ich hatte eigentlich bei einem Follow jetzt eigentlich auch ein anderes Bild reingemacht. Na, ist ja auch egal. Ist ja nicht ganz so wichtig. Okay, ne. Wahrscheinlich hier. Oder, kann ich rausziehen? Ne, kann ich nicht. Keine Schuhe, aber auch da eine Kapuze auf dem Kopf. Ne, du sollst hochgehen. Ne, jetzt. Hey Leonie Kitty Cat, schön, dass du wieder einschaltest. Miau. Warte mal, kann ich das Ding hier aufmachen? Ja, okay, das kann ich auch machen. Ne, nicht wieder zumachen. So, nur was bringt mir das? Na, du musst den Schalter machen. Ja, ja. Nur ich versuche gerade irgendwie hinzukommen. Okay. So, kann ich das Ding hier auch? Nee. Aha, okay. Jetzt hopp oder top. Okay. Und jetzt laufen. Pat, 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 pat. Okay, hier ist irgendwas mit dem Gegengewicht. Hier ist schon mal ein Checkpoint. Da ist ein Zwerg drin, den befreie ich mal. Bestimmt auch irgendwas Freischaltbares. Ja. Tschüss, Zwerg. Ist der David der Klabauter noch von früher? Nee. Doch, 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 ja. So eine Kinderserie. Ja. Ja. Wahrscheinlich reinschieben, ja. Boah, nicht runterfallen. Eine Schlinge, boah. Jetzt El Gnomo. Ja. Ja, guck mal, wieder so die makabere Schlinge dann. Cool gemacht auf jeden Fall. Hier. So. Okay, warum kann ich die verschieben? Da oben könnte ich hin. Okay. Na, oh, hier ist wieder so ein Auge. Oh, okay, das ist ja cool. Ach, da musst du hinterherlaufen. Ja, musst du hinter... Im Schatten. Genau, im Schatten bleiben, ja. Guck mal, das ist so. Ah, okay, ich bin gerade noch in den Schatten gekommen, gut. Die Schreien von ihr ist ja... Oh, oh, shit. Das erinnert mich immer an den... An den Songbird von Bioshock. Ach, erinnerst du dich? Ja. Waren das andere, die da liegen, vielleicht auch solche Priester? Wahrscheinlich dann versteinert oder sowas. Oh, oh, oh. Okay. Cool. Coole Idee auf jeden Fall.
Silent Hill, ja. Den vierten und den ersten. Vierten fand ich so, meh. Ach ja, kleine Zwerge hier. Wie hieß er? The Room. The Room hieß er, genau. Zweiten wollte ich mal ganz gerne spielen, aber den habe ich halt nicht. Nee, das wäre auch nochmal was. Das würde ich gerne mal spielen. Ja, Silent Hill sind auch gute Spiele eigentlich. Gut, der erste ist halt noch so, ja, ist okay, aber... Wurden die dann besser? Ja, ich glaube, der zweite sollte dann auch besser sein mit der Frau dann. Stimmt, die kam ja in dem zweiten Teil, also in dem Film ja dann auch vor, wobei ich den zweiten Teil... Ja, wobei der Film basiert eigentlich eher auf dem ersten Spiel. Oh ja, sehr gut sogar. Ja, der zweite ist echt besser, auch wenn das gesamte Gameplay angeht. Ja, wie gesagt, der erste ist halt so, ist okay. Waren halt die Anfänger so wie Resident Evil 1. Genau. Ich weiß gar nicht, der zweite Film von Silent Hill, ich weiß gar nicht. Den mochte ich nicht so. Ja, ich weiß auch gar nicht, wo der irgendwie angeknüpft sein soll. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich überlege gerade. Okay. Da wollten sie auf jeden Fall wieder in diese Stadt zurückholen. Ja, irgendwie sowas. Ich habe noch irgendwo liegen. Einen Typen losgeschickt, der sie dann holen sollte. Ja, war das nicht der Freund oder Mann sogar aus dem ersten Teil, der sie irgendwie retten wollte? Ich war der Meinung. Dafür ist der Vater dann irgendwie noch gestorben. Wie meine Streamzeiten sind, immer wie ich Lust habe. Ich mache das hier just for fun, also. Also meistens natürlich, also am Wochenende halt, keine Ahnung, so aufstehen, frühstücken, gucken, was man macht und dann... Wenn Tante Sunny dabei ist, einen Stream anschmeißen oder halt auch alleine, so. Ja. Und ansonsten halt immer abends so unter der Woche. Wenn überhaupt, dann. Jetzt muss ich aber erstmal gucken hier. Sind zwei Räume, wo ich reingehen kann. Das haben wir ja schon eine Weile irgendwie auf dem Plan. Ja, und das hat man schon eine Weile auf dem Plan. Eigentlich wollte man nur ein Let's Play draus machen, aber ich dachte mir, ach komm, scheißegal, ich schmeiße gleichzeitig auch den, ja, cool, freut mich. Bist du auf jeden Fall eine Bereicherung, das klingt ganz gut. Ja, wir sind auch gerne für Spielvorschläge offen, würde ich sagen. Ja, oder ich kann auch mein Steam-Roulette, ich habe ja, ich glaube, 450 oder 500 Steam-Spiele oder sowas. Und dann noch Epic und Origin und Ubisoft und dein YouTube-Account ist mit deinem Twitch-Konto gekoppelt. Puh, gute Frage. Unten ist auf jeden Fall ein Link, wo du auf den YouTube-Kanal kommst, wenn das deine Frage war. Oder meinst du, dass ich bei YouTube gleichzeitig streame? Nein, tue ich nicht. Ich streame nur bei Twitch. Wie lange gibt's das Spiel denn schon? Oh. Schon eine Weile? Ich glaube, das kann bestimmt Pascal beantworten. kann ich hier irgendwas machen? Okay, die kriege ich raus. So. Die nicht. Ah, okay. 3 Jahre schon. Drei? Ich hätte jetzt länger tatsächlich schon geschätzt. Ich hätte jetzt gesagt, so 5 Jahre oder so. Okay, hier kann ich auch hoch, aber nicht wirklich. Ist anscheinend nur ein Checkpoint. Nee, das bringt auch nichts, außer Klimmzüge. Also er war schon einmal vorher da, aber es wurde nochmal überarbeitet. Ah, okay. Woher weiß ich das jetzt, dass der überarbeitet ist oder nicht? Wahrscheinlich kam dann einfach irgendein Update raus und man hat es gar nicht mitbekommen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, ne? Ja. Spiel ist echt cool. Besser als Wooden Floor 2 und ich glaube The Hospital oder so hieß das, glaube ich. War jetzt auch eher so ein Indie-Ding. Okay, hier ist anscheinend so eine versteckte Tür. Das war doch so ein ganz kurzes. Ja. Das Ende war gedacht so, hä? Das war alles so, hä? War okay, aber ich meine, dafür kostenlos war und so, aber... Ja, aber... Also, weiß ich, 1 Euro oder was mehr kann man dafür halt auch nicht verlangen, wenn man es kaufen würde. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich hier machen soll.
bin gerade etwas überfragt. Okay, ja, aber das scheint ja jetzt zu funktionieren. Ist eigentlich ganz reibungslos jetzt. Ne? Eigentlich sieht es ganz gut aus. Ich meine, klar, ich meine, noch haben wir keinen Fehler entdeckt, aber das heißt ja nicht, dass es welche gibt. Ne, bringt auch nichts. Da ist auf jeden Fall eine Tür hinter dem Schrank, da die Schrankwand, siehst du da. Aber. Ach, meine Nase juckt. Ich wüsste jetzt nicht, was man hier machen soll, außer auf den Schreibtisch klettern. Vielleicht auch einfach nur einen Checkpoint oder so mitnehmen. Dann gehen wir mal nach oben. Diese Schräglage. Achso, was ich fragen wollte, kann man in diese, wie das Spiel jetzt zum Beispiel mit Little Hope oder Man of Medan auch so? Stream? Ja? Schwierig. Müsste man über PlayStation machen. Man könnte es höchstens über eine Capture Card machen, aber ich habe keine Capture Card. So eine Elgato oder sowas. Na, das sieht ja schon mal ein bisschen gemütlicher aus da. Ja, die Tapete kommt nur leicht schon runter, aber ansonsten ist aber halt auch cool gemacht. Ne? Mhm. Weißt du, woran mich das so ein bisschen erinnert? So an Wallace und Gromit so ein bisschen. Ja, stimmt. Ja. Ich meine, halt nicht so dieses Verschnörkelte und, ja. Weiß nicht, ja, eigentlich schon düstere so irgendwie, so dass das so... Also diese Ecke erinnert mich auch so ein bisschen denn? An. So diese ganze Aufmachung. Ja, es ist halt alles so irgendwie so abstrakt, hätte ich schon fast gesagt, so... Ein bisschen wie... Unwirklich oder sowas in der Richtung, halt so ein bisschen, ja, so wie Albtraum halt, ne? So wie so ein... Keine Ahnung, aber alles so unwirklich. Mal auch so mit diesem hochliegenden, mit diesem. Ja, weil die Proportion einfach völlig anders. Genau, auch der Wasser, auch der Kugel, der Wasserhahnschieber, Wasserschieber hier, auch so riesig. Svenna, ich weiß nicht, da könntest du. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Alice im Wunderland. Ja, sowas, genau. Kommt halt deine Schlüssel nicht ran, also musst du was essen, dass du größer wirst. Ja, das könnte sein. Und da guck rechts da oben, der hat uns, das war mit den langen Armen. Keine Augen oder hat er eine Brille auf? Ich glaube. Der Mundschutz um? Corona, nee. Er hat irgendwie so einen Kopfschutz und dann einen Hut da drüber. Das sieht also. Okay, das hat nicht funktioniert. Kann ich irgendwas machen? Schau mal den Koffer auf. Ich kann ihn auf jeden Fall verschieben, aber was bringt mir das? Also, du musst mal weiter nach rechts gehen und gucken, ob da noch irgendwie was, was du gebrauchen kannst. Und das Wasserrohr ist auch undicht, steht ein Eimer. Ah, warte mal, ich kann hier links mal hochgehen. Ich muss mich jetzt selber verabschieden, ich wünsche euch. Oh, schade, dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Okay, hier die Schubladen. Guck mal, die bewegen sich ja auch. Mhm. Cool. Oh. Ah, okay, hat sich schon wieder einer eingehängt. Eine Hose. Ja. Ja, okay, hat seiner seine Klamotten aufgehängt hier. In der Klammbude. Aber dadurch sehe ich halt nichts. Ich könnte höchstens bei den Bildern irgendwie versuchen. Nee. Ich hätte nur noch der Platscher in den Eimer gefehlt. Ich wollte gerade sagen, wer ist in den Eimer gesprungen, jetzt ist das wahrscheinlich. Sitzt das Püppchen da zusammengekauert. Das auf jeden Fall. Ah, dafür bräuchte ich den. Das ist auch jetzt eine Geheimtür. Ein Auge da. Ach, das Bett. Ah. Na, okay, hier geht's dann weiter. Ja, die Schlüssel brauchst du vielleicht raus. Vielleicht unten für die Tür oder sowas. Da sind auch diese Zwerge hier. Also so ein die Pyramid Heads. Ja, stimmt. Das erinnert mich jetzt gerade auch ein ganz bisschen an, es gab auf
Ich habe Netflix so eine Sendung hier, so Floors Lava, wo du so halt seitlich auf den Sachen rumkriechen musstest, um an irgendwelche Dinge zu kommen. So. Okay, wofür braucht man den Schlüssel? Was ist mit dem Ball los? Der macht sein eigenes Ding. Gerade liegen blieb, ein Stückchen zurückging und ihn dann trotzdem, weißt du, das ist so Feinheiten. Das muss man da alles mitbedenken. Wenn man sowas programmiert, ne? Da ist der Schlüssel, okay. Kann ich das Ding auch irgendwie werfen? Ah, okay, auf Leertaste. Knurrt im Traum. Im Schlaf. Bup. Na, hier so ein Klapper, aber hier. Und die erinnern mich immer an das Black Ops Zombie-Modus. Der macht sogar Krach. Die Frage ist, wie komme ich jetzt da hoch? Musst du den oben gegenwerfen. Ja, aber so hoch komme ich ja nicht. Das ist mir auch klar, mein getragenes Objekt zu werfen. Aber... Wow, wo hat die mit einmal die Kräfte her? Ist aber keiner drin. Ah, okay, ich muss da oben dagegen werfen. Das war nix. Irgendwann wird das. So eine Symbiose mit der eigenen. Das wird bestimmt mal ein Internet-Meme oder so. Oh, sie hat wieder Hunger. Nee, Husten. Okay. Ich weiß nicht, ja, könnte Husten sein. Nur mit dem Regencape oder so? Oh, nee, doch Bauch. Ah, sie hat wieder Bauch-Euphorie. Chapter 2 oder was? Ja, da hat er seine ganze. Oh, seine ganzen gefangenen Kinder. Daddy Longleg ist das.
Ich mich einfach umgucken. Da ist ein Hebel. Ja, hier musst du da hinschieben, ne? Um da drauf zu kommen. Nicht schlecht. Hey, wieso? Also noch ein bisschen weiter hier hin. Jetzt. Schon raus, ja. Habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Okay. Ah, da ist er wieder. Hängt der jetzt zum Trocknen da auf? Oh, das ist ja ekelhaft. Püppchen, pack die mal hin. Oh. Oh. Boah. Nein. Boah. Also direkt an ihm vorbeisprinten. Er schnüffelt anscheinend. Ja, kann ich gucken, aber dafür gut riechen. Okay, er kommt weiter, er kommt weiter. Oh shit. Hier nicht weg. Nein. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, wo. Vielleicht musst du mal hinter diesen Pfosten gehen, dass das auf der Rückseite da vielleicht ist, die Kurbel. Kurbel liegt auf dem Boden. Oh Gott, okay. Ja. Nein, geh weg. Nein, geh weg. Okay, das ist ja anscheinend erstmal abgelenkt, aber geh mal in den anderen Raum hier. Kommst du nicht mehr raus? Naja, wird jetzt auch voll bei der Kurbel stehen. Das ist natürlich Blödsinn. Ich bin jetzt hier weg. Ja, vor allem willst du das denn schaffen? Du musst ja auch kurbeln im Moment. Da hat er dich ja schon. Oder musst du irgendwas aus dem anderen Raum holen? Nee, ich muss ihn wahrscheinlich ablenken oder so und dann in den anderen Raum locken und dann. Ah, ja, stimmt. Ja. Warte mal. Kann er dich jetzt nicht riechen? Nee. Was anderes. Ich habe was anderes vor. Ja, okay, das interessiert ihn nicht. Schade. So, komm.
Was ist ja schnell. Heilige Macaroni. Also auch wie eine Hexe. Wie ist das Spiel, wo die Hexen gemacht? Ach, Pacify. Geh wieder zurück an deinen Platz. Das gibt's nicht. Was? Oh. Och, Mann. Gar nicht so einfach. Ein Schlüppi hat's an. Ein Schlüppi. In den Käfig soll ich auf jeden Fall nicht reingehen. Ja, so im Käfig bin ich anscheinend sicher, weshalb auch immer. Ja, weil er denkt, du bist noch eingesperrt. Ja, okay. Schade. Ja. Aber da gibt's ja nur den einen, wo ich reingehen kann. Der andere ist zu von vorne, ne? Achso, der rechts daneben, der ist zu, da ist auch schon noch was drin, ja. Hä? Okay. Tja, wie macht man das? Kannst du noch mit irgendwas anderem interagieren? Mal rein. Ja, kann ich mal probieren. Also durchstürmen, mich dann da drüben irgendwie verstecken, sodass er wieder rausgeht. Weil drüben konntest du ja ganz langsam schleichen, da hat er dich ja nicht. Ja, keine Ahnung. Das versuch nochmal. Ja, ich versuche jetzt aber mal durchzusprinten nochmal. Gleich die Kurve nehmen. Ja, aber den kriegt er, ja. Also die Zeit hast du nicht. Das heißt, er muss ja erst irgendwie wieder rausgehen. Alles andere macht gar keinen Sinn. Weil ich meine, wenn du die Kurve hast, bist du ja auch noch langsam. Also dann geht es ja noch eher noch weniger. Der
wahrscheinlich nicht riechen, weil du auf dem Berg von Wäsche liegst, stehst oder sowas. Könnte sein, genau. Das war nämlich meine Intention. Oder so unter Motto, der Boden ist Lava. Er kann meine Schritte wahrnehmen oder so, weißt du? Kannst du so einen Schuh auch in die Hand nehmen? Ja, ich habe es ja probiert, dass ich, wenn ich was geworfen habe, dass er da hingeht, hat aber nicht gemacht. Nee, aber vielleicht riecht der Schuh und deswegen kann er dich nicht riechen. Jetzt ist er weg. Okay, das ist gut. Das war es einfach, ne? Anscheinend. Anscheinend, ich weiß es nicht, ja. Okay. Es hört sich auch an, als wenn da einer kreischen. Oh oh. Kurbel schneller. Oh. Oh. Heilige Macaroni. Ich bin auch noch reingesprintet. Kinderschuhe. Ja, oder andere Schuhe, ich habe keine Ahnung. Erstmal Checkpoints. So. Eieieiei. Das ist alles so abstrus irgendwie so, ne? Mhm. Sieht aus wie in so einem KZ hier. Ich wollte es nicht sagen, ich hatte das die ganze Zeit im Kopf. Dachte ich, nee, das sagst du nicht. Ja, ist wirklich so traurig. Oh, oh, oh. Der Boden ist Lava. Lauf. Okay. Ich nehme schon mal Anschwung hier. Okay, ist cool gemacht. Okay, wo muss ich hin? Wo kann ich hin? Oh Gott, da ganz hinten. Heilige Macaroni, okay. Nicht runterfallen. Lauf. Okay. So. Okay. Ah, Tür ist zugegangen, okay. Hier ist ein Schlitz. Kann ich da durchgehen? Naja. Ist ja eine Mäusefalle, guck mal. Ja, vorhin hatte ich ja auch mit Ratten. Ja, ja. Oh nein! Wo kommt der denn mal her? Nein. Wie rennen kannst du ja nicht, ne? Nee, aber wo jetzt? Okay. Geh doch da rein! Oh, okay, versteck dich erstmal. Ach, da ist ein Knopf, den muss irgendwas werfen. Ja, ja, ich muss irgendwas werfen, aber die muss ja. Erstmal für was finden. Ach, er drückt den Knopf. Man sucht jetzt. Okay, er scheint blind zu sein auf jeden Fall. Ist auch irgendwie seine Haut, die so runtergepellt ist. Ist das seine Haut oder ist das... Ich glaube, das ist seine Haut. Hast du das Punkte gekriegt, glaube ich, weil er dich nicht gesehen hat? Keine Ahnung. Oder so ein Tuch ist das nicht. So ein Leinentuch, wie er da die anderen auch eingewickelt hat, oder? Ich weiß nicht. Für mich sieht das so aus, als wenn seine Haut da so runterpellt. Naja, aber dann wird er wahrscheinlich wieder auf mich aufmerksam. Wo ist er überhaupt? Ich weiß es nicht und das will ich eigentlich auch gar nicht wissen. Kiste verschieben überhaupt irgendwas. Da ist das Brett da unten. Also da hinten sieht auch irgendwie was anders aus an der Wand da, ne? Wie du das aufmachen kannst. Ach da, ja auch.
kann höchst. Ah, ich kann vielleicht anlocken. Oh, oh, halloi, joi, joi. Okay. Ah, da oben ist er. Was macht er da? Also für mich sieht das aus, als wäre das seine Haut. Weil, guck mal, sein Mund und so, die sind ja alle frei. Beziehungsweise, das ist ja direkt dann. Ach, guck mal, hier ist ja so eine Puppe. Guck. Was auch immer. Hab ich jetzt eine halt vergessen, aber na gut. Der Klappe aber. Aber ich habe trotzdem keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Wahrscheinlich musst du den Klapperaffen ans hintere Ende da bringen und den anmachen oder so. Und dann kannst du daher wieder hoch, oder? Cool, dann könntest du ja jetzt auch. Vielleicht greift er dann irgendwie nach mir oder so. Doch, irgendwie triggert ihn das so ein bisschen, vielleicht oder auch nicht. Warum ist er auch so einer? Ja, komm hierher, komm. Vielleicht eine schöne Form oder so. Tja, was ich jetzt von diesem Affen mache. Was macht er denn jetzt? Erinnert mich an eine Spinne. Hoch kommst du auch nicht mehr, ne? Nee. Also irgendwie bin ich jetzt gerade ein bisschen, stehe auf dem Schlauch. Ja, das ist wie eine Leiter hoch. Oh ja. Tatsächlich. Ich wüsste jetzt nur nicht, was ich hier machen soll. Tatsächlich. Ich weiß ja nicht mal, wo er gerade ist. Ach, hier ist er. Ich glaube, du musst. Obwohl, der Affe hat ihn nicht so interessiert, ne? Nicht so sehr, aber da hinten ist eine Tür. Ich gesagt, musst du den Affen in den ersten Raum schmeißen. Gehst dann in den ersten Raum runter, in den dann wieder hoch und dann da rein. Ich kann nicht in den ersten Raum gehen. Geht nicht mehr. Nein. Okay, oh, shit. Ja. Okay, kann man nicht mehr. Aber irgendwas muss mit dem Affen sein, weil sonst würden sie ja nicht. Ja, damit kannst du irgendwo hinlocken. Die Frage ist halt, was es bringt.
Oh. Wow. Reflex einer Katze. Tja. Ich gönne mir jetzt ein Karamell. Ja. Jo. Und ich will jetzt einen Schluck kalten Kaffee. Ah, kalter Kaffee. Um 18.38 Uhr. Mal, geht's denn in einen Raum? Nicht abspringen. Hm, okay, das bringt nicht. Kann auch keine Puppe nehmen. Und hinter ihm lang da durch. Na nur. Was ich jetzt hier machen soll, ja. Den Löffel klauen vielleicht. Was mache ich mit dem Löffel? Also, ja. Also die Tür kannst du nicht aufmachen, nein? Kannst du, oder konntest du jetzt gar nicht so schnell ausprobieren mit dem Hochspiel? Ja, doch, doch, aber ich bin nicht dran gekommen. Mhm. Also ich müsste da halt erst irgendwas hinschieben. Ich bin gegengelaufen. Krabbel schnell hoch. Okay. Nö! Oh, da kann man durch. Oh Mann! Okay. Oh, jetzt geht er auch durch die Tür durch. Ach, bleib doch da. So. Spiel mit deinem Löffel. Mhm. Ah, cool. Oh. Das ist ja schon. So, wenn jetzt im Uhr im Zimmer. Ja. Oh. Oh, oh. Ich glaube, das mochte er nicht so gerne. Oh. Schuh. Ich habe zu lange gebraucht wahrscheinlich. Wahrscheinlich in den Schuhen. Ja. Der Geruch, ne? Der verwirrt ihn dann oder lenkt ihn ab. Muss laufen. Okay. Boah. Bleib bloß da hinten irgendwo. Was zum Teufel ist das für ein Haus? Warum, und warum zum Teufel schwebt und dein Flügel rum? Auf den du jetzt springen musst. Das habe ich in der Vorschau gesehen. Mm. Oh nein, das war. Ich habe keinen Anlauf genommen. Dass ich zwischendurch mitten im Sprung wollte ich noch abbrechen, das hätte nicht, das ging nicht. So, jetzt aber. Und App. Boing. Ah, das hat er bestimmt gehört, oder? Ja, er hat es gehört. Immer diese stetige Bedrohung ist halt auch immer ziemlich cool. Ich sag mal so, ups.
Seil mit seinem Arm. Hier ist irgendwo eine Kurbel auf jeden Fall. Frage ist wo. Also mit diesem blurry werden, mit dem unscharf werden und so. Oh, oh. Nein. Ich glaube, wie man selber schon näher rangeht. Ja. No. Guck, guck. No! Wow. Okay, alles klar. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Es kommt genau in dem Augenblick, wo man abhauen will, ist dann natürlich auch irgendwas vor einem, ne? Okay. Ich versuche jetzt einfach mal durchzusprinten. Nein, ich wollte es doch gerade anmachen. Nein! Oh. Kann man nicht? Doch, sie hatte schon, aber dann. Also, doch, doch. Doch, 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 doch. Ja, auf jeden Fall klappt durchrennen schon mal besser. Ja, besser zumindest schon mal, ja. Warum hängt sie denn da? Oh. Stand sie da eben? Ah, Schockstarre nennt man das. Na nee, sie ist gegen irgendeine unsichtbare Wand gelaufen oder sowas. So ein Stück von dem Tischbein. Pfosten wollte ich schon fast sagen. Vom Tischbein. Da wollte sie nicht dran vorbeilaufen. So wie jetzt. Das sieht sie erst gar nicht ein. Nö. So, mach an, mach an, mach an. So, jetzt siehst du, geht. Solche lange Arme hast du nicht. Pech gehabt. Geh da, jetzt hoch. Okay. Ui, hallo. Er kommt bestimmt gleich hier rein. Deswegen weiß ich noch nicht so recht, ob das so alles. Mach einfach erstmal Krach. Ja. Krach ist immer gut. Das bringt mir alles nichts. Ah, kann den Fernseher anmachen. Ist davor irgendwo was, irgendwo dran ist? Ja, ganz am Anfang. Dann guckt dein Kinderfernsehen. Oh oh. Nein, nein, guck dein Kinderfernsehen. Guck dein Kinderfernsehen. Oh, ich bin zu langsam, ich bin zu langsam, ich bin zu langsam. Ja, und er hat wieder alles eingeräumt hier. Guck dein Kinderfernsehen. Geh dein Kinderfernsehen gucken. Guter Junge. Hör doch, was machst du? Oh.
Greif mich jetzt nicht, greif mich jetzt nicht, greif mich jetzt nicht. Ja, okay. Puh, so. Leg mich am Arsch. Ja, ich muss dann schnell dahinter laufen. Lauf doch! Okay. Jetzt dann eben lang. Okay, bleib da stehen, sehr gut. Oh, wow, hi. Die Steuerung wieder nicht funktioniert. Oh shit. Ja. Normalerweise slidet sie hier und das hat sie nicht gemacht. Deshalb auch immer wieder. Jetzt aber. Okay. Hoffentlich werden seine Arme jetzt eingeklemmt. Oh. Die werden ja immer länger. Einklemmen oder so. Oder weg oder so. Ja, ach komm. Hä? Was? Du musst in die Klappe da oben, ne? Ich weiß nicht. Musst du den Wagen verschieben? Ich. Ja, aber seine Hände sind ja auch noch da, ne? Mach doch mal! Nee, macht sie nicht. Macht sie nicht. Ja. Ich weiß nicht, ich geh jetzt erstmal wieder hier hoch. Ich muss vielleicht so ein bisschen auf Zeit schinden oder so. Vielleicht. Das könnte. Also was anderes weiß ich jetzt nicht. Ich dachte, ob du den von vorne nach hinten schieben musst. Wie schieben? Den nach hier musst und dann musst du ihn nach da schieben. Kann ich nicht, ich komm nicht dahinter. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht das Gitter wegnehmen muss. Oh! Also hier das, was unter dem Tor ist. Weißt du, was ich meine? Ja, das kann sein. Mal da guckt. Als Leiter oder so. Nee, ich meinte eher, dass die Klappe macht. Verstehst du? Ach so, dass du dazwischen musst. Ganz genau. Verstehe. Komm schon. Okay. Ja, weil er greift immer, weißt du, er lässt immer ein bisschen Luft, weißt du, merkst du? Aber
aber ja gut, so schnell bin ich nicht. Mit einem anderen Arm da weg. Siehst du? Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder ein Stück abbrechen. Ja, kommt ja schon nicht mehr so weit. Doch. Ja, das ist. Ja, gut. Ich greif doch auch mal, danke. Och Mann! Ja, alles eine Frage des Timings jetzt. Ja, ja, bloß irgendwie gibt es gar kein Timing so richtig. Also im Sinne von, das Zeitfenster ist viel zu klein. Mach doch mal so. Aber diese Stange kannst du auch nicht nehmen, ne? Ja, aber schon habe ich probiert. Muss die letzte Stange da irgendwie wegnehmen, aber das Zeitfenster, was es gibt, ist irgendwie sehr unberechenbar. Ja, man erkennt das nicht richtig, ne? Nee, weil guck, jetzt kommt nämlich schon wieder der andere Arm. Jetzt wäre die Zeit, das Zeitfenster gewesen. Prinzip jetzt. Nun mach doch! Oh, du hast ihm die Arme abgerissen. Ja, gut so. Aber die bewegen sich immer noch ruhig. Also manchmal ist die Steuerung ein bisschen schwierig hier. Oder hakelig. Was nehmen jetzt nach? Keine Ahnung. Das Versteck habe ich freigeschaltet. Aha. Beim nächsten Checkpoint machen wir erstmal eine Pause. Mhm. Ne, das sind so Fleischerhaken, Schweinehaken-Dinger. Lass uns ihn mal so einen Schweinehaken dran. Oh, das ist irgendwie. Ach, du musst dich an das Teil dran hängen. Schätze ich, ja, aber ich erst mal gucken, was da jetzt passiert. Was zum Teufel soll das für eine Einrichtung sein? Ein Schuh da dran? Ich dachte, ein Waisenhaus und dann, naja, ein Gefängnis. Was ist das da oben? Ja, den kennst du auch aus Vorschau. Das heißt, der erste Gegner ist gepackt. Jetzt kommt der nächste. Jetzt kommt der Koch. Oder der Schlachter oder so. Der Schlachter, jetzt erinnert sich natürlich auch eher an eine Schlachterei und du hast wieder gefangen. Ja. Hilf ihr. Oh.
Oh Gott. So war das nicht mit helfen gemeint. Boah, schüttelt mich gerade. Einfach noch mal deine Kräfte gesammelt, würde ich sagen. Naja. Mach schon, danke. Da ist er. Der sieht richtig gesund aus auf jeden Fall. Ich glaube, der kocht gut. Mit so einer Hasenscharte. Wo schiebt er das hin? Sieht aus, als wenn er es auf den Boden geschoben hat. Schlüssel brauche ich auch, scheiße. Gehen wir mal hoch. Oh. Okay, oh mein Gott. Ah, Pech gehabt, Penner. Der malt quasi nochmal seine Fettleibigkeit. Muss ja gerade kotzen. Vor Überanstrengung. Ja, für dich. Schon was so eine Kettenraucher oder so. Ja, wenn er seine Boden auf den Kopf tragen. Ja.
natürlich. Ja, natürlich. Für die Haifischsuppe. Die ganzen Lebensmittel hier, die werden bestimmt auch richtig gut gelagert und sind auch alle noch haltbar. Wie wir da drauf kommen? Keine Ahnung. Ich kann sie mir runterschmeißen hier. Ja, bitteschön. Hier ein paar Fischköpfe noch. Bitteschön. Nur weiß ich jetzt nicht, was ich hier machen soll. Achso, ich kann hier hochklettern. Und dann auf die nächsten Balken. Ach ne, da oben. Okay. Hep. Ups. Die Toiletten. Eine Mädchentoilette. Ja. Den kannst du quasi direkt nebeneinander. Oder eine Pärchentoilette. Den kannst du Händchen halten. Großartig. Ja, wenn du schön erstmal Kacki machst. Hier ein bisschen Seife. So. Cool, dass hier aber auch so schlittert. Ja. Machen wir mal Tür zu hier. Kann ja nicht angehen. So. Bestimmt die Wohnung hier von dem Schlachter hier. Ja, der kann für jede Puppenpackerte ein. Ja. Ha, was hast du jetzt davon? Hä? Okay, ich dachte, das war gerade, das war cool. Zu dem Motto, hä, was geht jetzt weg? Wieder da, wieder. Und Keller. Ah, ich bin wieder im Keller. Ja. Ah, was genau soll ich hier? Irgendeinen Schlüssel brauche ich, aber ich habe keinen Schlüssel. Vielleicht doch nochmal wieder hoch. Hm. Oder könnte man dann noch irgendwo anders hin? Vielleicht geht WR dann auch hoch oder so, keine Auswahl. Vielleicht. Ja, aber wo kriegt man den Schlüssel her? Hat das wieder aufgemacht? Nee. Ach, das ist auch eine Laterne hier, warte mal. So. Bringe ich mir mal schnell Sicherheit. Opa. So. Und dann würde ich sagen. Lass mal den Chefkoch hier mal wieder grunzen. Und ich würde sagen, wir beenden für heute das erstmal. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal. Vielleicht hat es euch ja gefallen. Und schaltet wieder ein, wenn es dann wieder heißt Little Nightmares. Bis denn.